Als der Kommunismus kam nach Laos, hat meine Mutter entschieden, mit 17 Jahren mit einer Schleuserbande nach Deutschland zu fliehen. Es ist ihr gelungen. In Deutschland hat sie zwei Kinder auf die Welt gebracht. Eines davon bin ich. Ich habe durch meine Mutter gelernt, dass es manchmal sehr viel Mut erfordert, wenn man etwas verändern will in seinem Leben. Ich war immer der Kleinste und in der Schule war ich immer schlecht in Deutsch. Ich dachte wirklich, dass ich das einfach nicht kann. Ich habe immer eine 3 oder eine 4 gehabt. Heute mache ich eigentlich nichts anderes als Texte schreiben und mit der Sprache Deutsch zu arbeiten. Ich habe diese Hürden überwunden, indem ich nicht mehr darauf gehört habe, was die Lehrer und die Leute mir gesagt haben, wenn sie meinen, dass ich die Texte so oder so schreiben soll. Ich habe das einfach ignoriert und dann mein eigenes Ding gemacht und selber Märchen und Texte und Comics gemacht. Im Matheunterricht sollte ich mal so eine Aufgabe lösen und dann habe ich so einen Arbeitsbogen bekommen und ich habe darin in diesem Arbeitsbogen ein Bild gesehen und habe da so Schneekügelchen reingemalt. Ich war total stolz drauf, mit dem Ergebnis, dass mein Mathelehrer mich vor der ganzen Klasse zur Sau gemacht hat. Ich habe das so bereut. Ich fand das total kreativ, aber ich habe in dem Moment verstanden, dass es nicht richtig ist, dass ich zu viel Fantasie reinstecke. Heute lebe ich davon, von dieser Kreativität. Ich denke, es ist manchmal wichtig zu wissen, dass es trotzdem okay ist, wenn man seiner Kreativität nachgibt, auch wenn es die anderen vielleicht nicht so gut finden. Seitdem ich klein bin, wird mir immer beigebracht, dass man zuerst Grundschule, Oberschule, Studium und so weiter, dass alles in so einer bestimmten Linie ist und wenn man fleißig ist, hat man später einen guten Job und so weiter. Ich glaube, dass es nicht richtig ist. Ich glaube, dass es nicht den perfekten Weg gibt. Und das ist meine Botschaft an euch. Es gibt nicht die perfekte Lösung, das perfekte Rezept, die perfekte Ausbildung, den perfekten Weg und das perfekte Leben. Es ist jedes Mal ein neues Suchen und ein neues Aufbrechen und neuen Mut aufbringen, um sein Leben zu verändern. Mein Name ist Wanbo Le Menzel. Ich bin Architekt, Erfinder der Hartz-IV-Möbel, Erfinder des kleinsten Hauses der Welt, der Karmachaks und von so vielen anderen sozialen Projekten. Mach dein Ding.